Athletikprogramm 2. Auch in unserem zweiten Athletikprogramm zeigen wir, wie ein einzelner Spieler oder eine ganze Mannschaft sich gesamtathletisch weiterentwickeln können. Das Training kann also sowohl individuell, in kleinen Gruppen oder aber als ganzes Team durchgeführt werden. Wenn das Athletiktraining mit einer ganzen Mannschaft trainiert werden soll, dann sollten sowohl das Aufwärmen als auch das funktionelle Training und der Schlussteil mehrfach aufgebaut werden, sodass das Training in kleineren Gruppen stattfinden kann. Ein Gesamtathletiktraining als eigenständige Einheit besteht immer aus einem funktionellen Aufwärmen, einem Kräftigungs- und Stabilisationstraining im Hauptteil und einer fußballspezifischen Umsetzung als Schlussteil. Aufwärmen. Errichten Sie mit einem blauen Hütchen einen Startpunkt. 3 Meter davor legen Sie eine kleine Koordinationsleiter auf den Boden. Rechts daneben bauen Sie mit 2 roten Hütchen eine Strecke von 5 Metern auf. Der Spieler startet immer beim blauen Hütchen. Bis zur Leiter führt er verschiedene stabilisierende und kräftigende Übungen durch. Danach durchläuft er die Leiter mit verschiedenen koordinativen Elementen. In der Hütchenstrecke führt der Spieler zudem noch weitere mobilisierende, stabilisierende und kräftigende Übungen durch. Der Spieler führt immer 2 ganze Durchläufe am Stück aus, bevor die verschiedenen Aufgaben variiert werden. Mobilisation und Stabilisation. Im Anschluss an das erste Aufwärmprogramm folgt eine Art zweites Aufwärmen. Dieses besteht aus verschiedenen Übungen zur Mobilisation und Stabilisation des Körpers. Jede Aufgabe soll der Spieler in diesem Fall 20 Sekunden durchführen.
Kräftigungsprogramm. Trainieren Sie nun die Übungen aus Kräftigung, Basisprogramm 2. Dieses Video finden Sie ebenfalls in unserer Kategorie Athletik. Zuvor sollten Sie sich das Video Intro Kräftigung ansehen, sofern Sie dies noch nicht gemacht haben. Hier erklären wir Ihnen alles zu Dauer und Umfang der einzelnen Kräftigungsübungen. Umsetzung. Am Ende einer jeden Athletikeinheit steht ein kleines Abschlussprogramm zur Umsetzung des Athletiktrainings. Hier soll der Spieler vor allem in Sprint- oder Technikaufgaben erfahren, wie die eben trainierte Athletik in die Praxis umgesetzt werden soll. Bauen Sie dafür eine 20 Meter lange Hütchenstrecke mit zwei Hütchen auf. Legen Sie an jedes Hütchen einen Ball. Der Spieler führt nun am ersten Hütchen fünfmal den Trick Ziehen zurück, Fußwechsel durch. Danach lässt er diesen Ball liegen und sprintet zum gegenüberliegenden Hütchen. Dort startet der Spieler sofort mit dem nächsten Durchlauf. Insgesamt werden so 3 bis 4 Durchläufe am Stück durchgeführt. Nach einer Pause von circa einer Minute führt er nochmal eine Serie mit 3 bis 4 Durchläufen durch. Insgesamt sollten es 3 bis 4 Serien sein. Abwärmen. Der Spieler sollte sich am Ende der Einheit ausdehnen oder alternativ ein Programm mit der Black Roll durchführen. Dieses soll circa 10 Minuten dauern.